Bist du fertig und lässt einen Baum hängen? Ich bleib immer am Baum hängen. Das ist meine Anleitung. Das lange Anstarren, das kann ich auch nicht. Ich muss da mitten drin das Lachen anfangen. So ein paar noch vielleicht eine Visitenkarte, wie es vielleicht spricht. Dafür haben wir bis jetzt so ein Bild, das funktioniert. Ja. Ich habe nicht nur eine Hosentasche. Das passt zur Hose. Gestern haben wir gemeckert, weil es zu dunkel war und jetzt Richter und Walter. Ralf und Richter. Soll ich runter oder hochgucken? Macht schon eine Weitklingenbildung. Wenn man kann, gut auf die 7 packen, aber man könnte das mit dem normalen Bildung. Ihr sagt doch gleich. Wenn minimal ist. Also wenn es anders ist, ist es so. Das ist im Nacken ab. Dass ich es im Rücken habe. Ja, das kann sein. So, du darfst dein Gewicht nicht verlangen, weil dann lösen wir es. Komm mal her, mein erster Schweinchen. Entweder schaut ihr beide zu mir oder wie ihr möchtet. Ich schaue zu dir. Okay. Ich so. Bist du fertig? Ja. Oh. Top? Ja. Total gemacht? Ja, cool, ist noch gerne. Wir schreiben uns eh öfters noch. Aber immerhin einmal wurde man erkannt. Also. Ja. Darf ich euch ganz kurz was fragen? Ja. Also, wer seid ihr? Wen stellt ihr da? Könnt ihr kurz was zu eurem Charakter sagen? Ich kann sowas nicht. Wir sind von. Wie heißt die Dämonenakademie? The Misfit of Demon King Academy. Genau, sind wir. Ich bin Sascha und das ist meine Schwester Misha. Sascha und Misha. Genau, andersrum. Misha und Sascha. Misha, Sascha. Misha links, Sascha rechts. Genau. Und von welcher Academy? Demon King Academy. Und weshalb habt ihr euch für Charaktere von der Demon King Academy entschieden? Was reizt euch daran? Was gefällt euch an denen?
der Anime halt und der man Anime kann sich halt mit den Charakteren identifizieren. Mhm. Genau. Seit wann macht ihr das schon, also als Cosplayerin? Ich mache jetzt seit 2021 Cosplay intensiv und du schon länger. Ich seit 2014. Also schon länger und hauptsächlich Anime oder auch andere? Also ich hauptsächlich Anime. Ich eigentlich auch. Mhm. Gut, dann vielen Dank für die Erläuterung. Danke. Nee, doch, war gut. Ich finde ihn noch ein bisschen zusammengeschnitten.